Tja, da habe ich mich jetzt wohl ein bisschen zu früh verabschiedet. Du wirst das hier jetzt morgen sehen und ich werde jetzt einfach in der Vergangenheit sprechen. Also, es gab dann am Abend noch eine Pizza, die sah so aus. Und das ist eine Pan-Pizza. Wenn dich interessiert, wie das aussieht, dann kannst du mir das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, weil ich das dann einfach nochmal für dich abdrehe als Rezept. Was heißt nochmal? Also erstmals abdrehe als Rezept. Und ja, man drückt dann einfach einen ganz normalen Pizzateig in eine Pfanne mit ein bisschen Olivenöl und belegt die nach Wunsch und macht dann ein bisschen Alufolie drüber, weil ich keinen Deckel habe, aber auch so, dass die Luft noch entweichen kann und dann backt man die sozusagen auf dem Herd. Und ich finde das eine total coole Alternative, weil ich weiß auch nicht warum. Erstmal ist sie super knusprig, die schmeckt exakt wie die Pizza von Pizza Hut. Und sie hat eine schönere Form, als wenn man sie jetzt irgendwie so auf so einem großen Blech ausbreitet. Und sie hat eine schöne Größe. Die Pfanne ist danach einfach total sauber. Also die lässt sich auch total leicht lösen, wenn man eine gute Pfanne hat. Und ja, yummy. Das esse ich jetzt noch wahrscheinlich nicht ganz, vielleicht nur ein Viertel oder so. Einen wundervollen guten Morgen. Das hier ist mein Frühstück. Und zwar handelt es sich dabei um ein Knuspermüsli mit Sojajoghurt, Sojamilch, Banane und Blaubeeren. Und dazu lese ich noch ein bisschen weiter in dem Buch. Ja, das ist mein Start in den Tag. Voilà, es gibt Mittagessen. Und zwar sind das einfach so normale Spirelli-Nudeln mit einer Tomaten-Sojasahnesoße und, ach ja, Rosé-Wein ist da noch drin. Genau, das habe ich ein bisschen köcheln lassen und ein paar Kräuter drauf gestreut. Und dazu gibt es ein großes Glas Leitungswasser. Et voilà, das hier ist jetzt mein Nachmittagssnack. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Ich will nicht lügen, ich habe gerade ein kleines Schläfchen hinter mir. Wie das passieren konnte, das weiß ich auch nicht genau. Jetzt kommt der kleine Hunger gerade und deshalb esse ich jetzt ein paar Cashewkerne, Datteln und ein Shake bestehend aus Blaubeeren, Bananen und Sojamilch. Ich lege heute mal wieder so einen Vegan Day ein, das mache ich manchmal. Ich habe gerade ein Food Diary gesehen von der lieben Jazz Vegan Lifestyle, eine unglaublich brillante YouTuberin, wenn du mich fragst. Ich finde, die macht echt das Beste, was man aus veganer Küche machen kann. Und ja, genau, die hat so Mac and Cheese gegessen und ich dachte mir, ich brauche das jetzt und habe die Soße gegoogelt, habe auch eine gefunden, bei der ich alle Zutaten da hatte, obwohl ich so gut wie gar nichts im Haus habe. Und zwar besteht die aus Cashewkernen, Tomatenmark, Senf, Wasser, jeder Menge Gewürzen. Ja, ich glaube, das war's. Und Gemüsebrühe, genau, richtig viel Gemüsebrühe. Und das kommt dann einmal durch den Mixer. Und das sieht so lecker aus, dann echt. Die Kamera fängt es leider nicht so richtig gut ein. Aber ja, das esse ich jetzt noch. Und ich nehme das einfach mal als Wink des Schicksals, weil ich echt noch Nudeln über hatte. Alle Zutaten da. Also ich glaube, das musste so. Und das esse ich jetzt noch. Bon Appetit, Jessie. So, ich werde jetzt unverhoffterweise noch einen kleinen Abendsnack zu mir nehmen. Und zwar ist das rechts ein Obstsalat. Da habe ich ein ganz bisschen Müsli drüber gestreut, einfach damit so ein Süßigkeitencharakter rauskommt. Und während ich das gemacht habe, kam auf einmal so eine arge Lust nach Popcorn. Und dann habe ich mir jetzt noch Popcorn gemacht. Aber ganz ohne Fett, da muss man nur unglaublich aufpassen, dass irgendwie das die ganze Zeit in Bewegung bleibt über der Platte. Aber dann geht das. Und ja, ich werde das jetzt auch gar nicht süßen oder so, ja, weil der Obstsalat hoffentlich sein Übriges tut. Der besteht übrigens aus Bananen, Blaubeeren und Mandarinen. Lecker, ich freue mich. Und das war es jetzt auch mit meinem Food Diary. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns morgen wiedersehen zum neuen Follow My Food. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere gerne meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst und wir uns regelmäßiger sehen. Ja, genau. Adieu.